Herzlich willkommen zur neuen Folge von Handforged. Mein Name ist Glenn und ich bin Hobbyschmied. In diesem Video geht es mal um meine Gasesse. Ich habe sie schon hinter mich gestellt, weil hier das Licht einfach viel schöner ist, was mir schmeichelt, schmeichelt auch meiner Gasesse. Und die Ecke, wo sie sonst immer steht, ist so voller Müll gestellt. Da will ich einfach nicht hinfilmen. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, welche Vor- und Nachteile diese Gasesse hat und welche Vor- und Nachteile gerade die Feuerleichtsteine haben. Und deswegen schaut mir diesmal nicht über die Schulter oder doch, ihr schaut mir wohl auch über die Schulter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So, fangen wir einfach mal mit den ersten Komponenten an. Das ist einmal die Gasflasche, die hier in einem Eimer mit Wasser steht. Nicht um die Flasche zu kühlen, sondern um sie zu wärmen. Im Winter friert die Flasche nämlich ganz gerne mal ein beim Schmieden. Gerade beim Feuerschweißen, weil dann der Gasaustritt so hoch ist, dass die Flasche sich selbst halt so stark runterkühlt, dass einfach dann noch zu wenig Gas rauskommt. Deswegen steht sie halt hier in einem Wasserbad. Auf der Flasche selbst habe ich hier so einen Standardregler, der zwischen 1 und 4 Bar regelt. Ich glaube, der ist so bei 1,5 Bar eingestellt, weil das auch die maximale Gasmenge ist, die ich halt zum Schmieden brauche oder zum Feuerverschweißen. Dann kommen wir hier auf die Seite, wo dann das Gas eintritt. Das sind hier die so Standardkomponenten aus dem Baumarkt. Also alles, was ich hier in meiner Gasesse habe, ist aus dem Baumarkt, bis auf die Feuerleichtsteine, die habe ich halt bestellt. Und das sind Komponenten aus dem Hochdruck- oder Hochdruckluftbereich. Ich habe nichts anderes gefunden, aber es hält dicht und ich habe bis jetzt keine Probleme gehabt. Ich überprüfe regelmäßig die Gewinde auf Dichtigkeit. Das reicht einfach, wenn ihr eine Wasserflasche mit Seife füllt und dann einmal alles ansprüht und alles aufdreht. Dann sollten in der Regel keine Blasen schlagen. Und wenn ihr Blasenbildung habt, dann habt ihr irgendwo eine Undichtigkeit. So lassen sich solche Systeme immer regelmäßig gut überprüfen. Von dem Gaseingang steuere ich die Gasmenge mit diesem Kugelhahn und kann das Ganze dann auf dem Manometer hier überprüfen. Ich arbeite in der Regel so zwischen 0,1 bis 1,2 Bar. Das reicht vollkommen aus. Feuerverschweißen, ja, klappt in der Regel so bei 0,8 Bar. Um die Gasesse anzupeitschen, habe ich mal die oder nutze ich hin und wieder mal die 1,2 Bar, aber 0,8, 0,7 Bar reicht mir vollkommen aus zum Feuerverschweißen. Und 0,8 Bar wohlgemerkt bei einer Düsenöffnung von 0,8 mm. Die Düse sitzt hier drin. Das ist so eine MIG-Düse, eine ganz einfache. Ich habe einfach eine MIG-Düse in eine Mutter geschraubt und die Mutter dann in dieses Reduzierstück geschweißt und abgedichtet. Jetzt sitzt halt hier in der Mitte von diesem T-Stück sitzt halt dann diese MIG-Düse, die ich auch regelmäßig austauschen kann, falls sie mal verstopft. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert. Oder ich halt eine andere Größe haben möchte, aber ich drehe einfach die Gasmenge auf und dann hat sich das Ganze. Für die Leute, die natürlich einen Venturi-Brenner sich bauen wollen, die kein Gebläse haben wollen, die müssen dann ein bisschen rumspielen, weil über die Gasgeschwindigkeit und über den Druck lässt sich so ein bisschen auch die Luftmenge einstellen. Das brauche ich aber nicht, weil ich hier mit zwei Campinggebläsen arbeite. Und ihr habt ganz richtig gehört, es sind zwei ganz einfache Campinggebläse, die man bei Amazon oder eBay für einen Zehner kaufen kann. Hier ist noch ein Regler dran. Das ist ein PWM-Regler. Sowas findet ihr auch bei eBay oder Amazon. Die kosten auch in der Regel 10 Euro. Und mit diesem Regler lassen sich die beiden Gebläse regeln von der Drehzahl her. Ich kann es mal zeigen. So. Damit kann ich wunderbar die Luftmenge steuern, die mit dem Gasgemisch dann in meine Gasesse geblasen wird. Vorteil hierbei, ich brauche keinen Kompressor. Ich brauche sonst irgendwie kein großes Gebläse mit 230 Volt. Diese Dinger laufen jetzt auf 12 Volt, weil meine Esse ja autark ist. Ich betreibe hier alles mit einer Solaranlage oder wenn die Leistung nicht reicht, dann eben mit dem Generator. Aber ich versuche halt alles über Batterien und über Solarstrom laufen zu lassen. Und deswegen halt diese 12 Volt Campinggebläse. Diese Gebläse sind jetzt fast 2 Jahre alt und laufen immer noch. Ich habe 2 angeschlossen an so einem Y-Stück, das ich selbst in einem 3D-Drucker gedruckt habe. Das Ganze würde aber auch einfach mit einem Gebläse gehen. Ich habe 2 angeschlossen aus dem Grund, weil ich am Anfang Sorge hatte, dass die Gebläse eventuell überhitzen könnten.
Und diese Gebläse, wenn sie überhitzen, dann gehen sie einfach aus, kühlen eine Viertelstunde runter und laufen dann wieder an. Und das ist natürlich sehr ungünstig beim Schmieden, da kann ich es nicht gebrauchen, wenn die Gebläse einfach mal für 10 Minuten ausgehen. Deswegen zwei, aber es läuft auch mit einem problemlos. Habe ich gemerkt, weil ich bin hier mit dem Drehzahlregler, komme ich vielleicht auf maximal 30% der Leistung der, der Gebläse und das reicht vollkommen aus, um Feuer zu verschweißen. Und hier komme ich zu meinem nächsten Punkt, der auch Vorteil bringt, wenn man ein Gebläse nutzt anstatt eines normalen Venturi-Brenners. Ich kann natürlich auch die Luftmenge, naja, genauso wie bei einem Venturi, Brenner auch zu mager einstellen, dass die Gasmenge einfach höher ist in meiner Esse und ich damit dann weniger Zunder auf den Werkstücken bekomme, was gerade beim Feuerverschweißen sehr viele Vorteile bringt. Naja, von da aus geht es dann einfach in dem verzinkten Rohr. Die Sachen sind entzinkt, auch wenn sie mittlerweile nicht mehr so aussehen, ja, weil sie einfach scheiße aussehen, beziehungsweise das letzte Stück ist entzinkt, denn Zink sollte auch nicht zu warm werden, weil da böse Gase entstehen können, die man nicht einatmen möchte, weil sie auch gesundheitsschädlich sind. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, das sind die Feuerleichtsteine. Ich habe mich jetzt hier bei dieser Gasesse für Feuerleichtsteine entschieden. Ich hatte vorher eine Gasesse gehabt, die mit Keramikwolle gedämmt war und mit feuerfestem Beton ausgekleidet war. Allerdings hatte ich immer wieder Risse im feuerfesten Beton und das ist mir irgendwann auf den Sack gegangen. Nach jedem 10. Schmieden, gerade wenn man Feuerverschweiß und Borax benutzt, die Gasesse immer wieder mit neuem feuerfestem Beton auszukleiden. Das Problem habe ich mit diesen Steinen nicht, weil ich schmeiße den Stein weg und setze einen neuen rein. Die Steine sitzen ja alle lose drin. Ich kann sie also einfach hier rausheben. Das ist alles sehr spannungsarm gebaut. Ich habe mich dafür entschieden, weil die Steine ja einen unterschiedlichen Temperaturverlauf in den Steinen selbst haben. Und damit können halt Spannungen entstehen in den Steinen. Und wenn ich jetzt die Steine zusammenschraube mit irgendwelchen Schraubzwingen, oder mit Gewindestäben oder sowas, dann kriege ich halt noch mehr Spannungen rein, als ich sie ohnehin schon haben möchte. Und so in diesem losen System kann ich die Steine einfach ganz schnell austauschen, neuen Stein reinmachen, wenn ich meine, dass der die Wärme nicht mehr anständig hält oder zu zerbröselt ist. Und das ist halt der Riesenvorteil bei dieser Art von Esse. Der Flair, der da hinten drin sitzt, ist aus feuerfestem Beton. Den habe ich euch schon mal in dem vorherigen Video gezeigt. Das sind diese hier, die arbeiten wirklich astrein. Also der da hinten drin sitzt, der ist jetzt bestimmt schon seit 20, 30 Mal Schmieden drin. Und bis jetzt ist bis auf einen kleinen Haarriss an der Seite nichts mit dem Ding passiert. Also das funktioniert wirklich super. Von daher bin ich sehr zufrieden mit meiner Gasesse im Moment. Was mich noch stört ist, wie ihr seht, das staubt ein bisschen. Und ich glaube, dass es Silikat mit drin in den Steinen ist. Das ist jetzt auch nicht wirklich gesundheitsfördernd. Also trage ich meistens sowieso immer eine Maske beim Arbeiten. Weil auch hier einfach Stäube entstehen, die ich nicht unbedingt einatmen möchte. Allerdings gibt es natürlich hier auch eine Abhilfe. Und zwar könnte ich hier ein bisschen feuerfesten Beton drauf schmieren. Was ich tatsächlich auch vorhabe, damit die Oberflächen der Steine ein bisschen widerstandsfähiger sind. Gerade hier vorne in dem Bereich, wo ich den Stein immer hier vorstelle, um das abzudichten, da reibt einfach Stein auf Stein und hier entsteht halt Abrieb und damit sehr viel Staub. Und das möchte ich in Zukunft auch verhindern. Und da werde ich mit Sicherheit ein bisschen feuerfesten Beton draufschmieren. Ja, ansonsten ist die Esse 3 Steine breit und 1 Stein hoch. Der Stein hat ja ein Standardmaß von ungefähr 25 x 12,5, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, meine Gasesse hat ungefähr eine Länge von etwas über 30 cm und eine Höhe und eine Breite von 12,5 cm ungefähr. Und da kriege ich bis jetzt alles drin geschmiedet, was ich schmieden möchte. Längere Stücke kann ich auch schmieden. Da schiebe ich einfach den hinteren Stein raus. Und das ist auch wieder ein Riesenvorteil. Hier ist nichts verschraubt. Steine lassen sich einfach ändern. Wenn ich ein größeres Bauteil haben will, gut, jetzt habe ich hier vorne die Stange, könnte ich die Steine einfach hier übereinander stapeln und diese Steine einfach mal erhöhen. Dann hätte ich einen doppelt so hohen Brennraum. Das würde super funktionieren. Es ist die Stange im Weg. Das könnte man jetzt ein bisschen anders lösen, damit der Brennraum vergrößert wird. Also diese Art von Esse ist unglaublich modular und lässt sich halt super anpassen. Und man braucht halt eben keine alte 11 Liter oder 11 Kilogramm Gasflasche auseinanderschneiden,
sondern im Grunde braucht man nur einen halbwegs festen Untergrund, der ein bisschen Wärme ab kann, und da stapelt man einfach die Steine drauf. Ich habe hier einen Rahmen geschweißt, weil das Ganze auf Rollen steht. Ich kann meine Gasäste in der Esse verschieben. Deswegen wollte ich die nicht komplett lose stapeln. Aber im Grunde tut es das auch. Wenn man vorsichtig ist und nicht dagegen kommt und die Gasäste nicht zusammenfällt und man hier 1200 Grad heiße Steine durch die Werkstatt fliegen haben möchte, hilft dann so ein Rahmen, das Ganze einfach zusammenzuhalten. Ich bin also, was das angeht, sehr, sehr zufrieden mit meiner Gasesse. Ich finde das Gestell auch super praktisch. Das hat Rollen, ich kann es hier durch die Esse schieben. Ich habe hier eine Ablagefläche, wo mein übliches Werkzeug liegt, was ich brauche. Mein Borax dahin in der Ecke, mein Abschrot und solche Geschichten. Und bin wirklich sehr zufrieden damit. Also kann nichts anderes sagen. Wie gesagt, kleine Verbesserungen werden hier nochmal ein bisschen feuerfesten Beton drauf schmieren, damit da einfach weniger Staub entstehen kann, den ich dann nicht einatmen müsste. Ja, und ansonsten bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Und lasst euch gesagt sein, diese Campinggebläse sind wirklich der Hammer. Also damit lässt sich wirklich sehr gut die Luft regulieren und ich kriege wirklich so unglaublich viel mehr Energie in meine Gasäste rein, weil ich eben mit Druckluft arbeite und diese Druckluft ist auch vor allen Dingen leiser als ein Kompressor. Das kommt auch noch hinzu. Die Gebläse sind bei 20-30% so leise, dass die Flamme in der Esse lauter ist als das Gebläse selbst. Vielleicht nimmt man so ein leichtes Pfeifen wahr, aber die sind wirklich sehr leise, was eben auch noch einen Vorteil bringt. Also da braucht man wirklich nicht hingehen und irgendwie große Gebläse kaufen, die irgendwie 1000 Watt haben und auf 230 Volt oder Starkstrom laufen. Da habe ich schon die absurdesten Sachen gesehen. Da reichen wirklich so keine Campinggebläse aus. Ja, genau, das ist meine Gasesse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir vor allem mal in die Kommentare, mit was für einer Esse ihr arbeitet und wenn ihr mit Gas arbeitet, wie denn euer Verbrauch so aussieht, damit ich einfach mal abschätzen kann, wie effektiv meine Esse denn so arbeitet. Ansonsten abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast und aktiviere die Glocke, so wie die Glocken gerade im Hintergrund läuten. Ich weiß nicht, ob man sie hören kann. Ich vermute mal, wir haben mal 12 Uhr mittags am Sonntag auf einem Dorf, da läuten halt die Glocken, wenn man gerade ein YouTube-Video drehen will. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass du bis dahin durchgehalten hast und würde sagen, bis dahin, euer Glenn.